Sehr geehrte Damen und Herren Stände, National- und Regierungsräte, Honoratioren, verehrte liebe Gäste. Am 24. Februar dieses Jahres ist vielen Menschen in Europa auf einen Schlag bewusst geworden, dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist bitter, dass es dafür einen Angriffskrieg brauchte, wie ihn die meisten von uns auf unserem Kontinent nicht mehr für möglich gehalten hätten. Vor diesem besorgniserregenden Hintergrund kommen wir zusammen, um die 10. Verleihung des Bonnie-Preises für die Freiheit auszurichten. Grund genug, um sich zu erinnern, wofür unsere Stiftung steht und wofür sie mit ihrem Gesellschaftsengagement und ihren Preisen ein Zeichen setzen will. Die Freiheit zu sagen und zu schreiben, was man denkt. Die Freiheit zu lernen, zu arbeiten und zu produzieren, was man will. Und die Freiheit zu leben, zu sterben und privat zu sein. Der Freiheitspreis setzt zugleich ein Zeichen für die Eigenverantwortung, denn ohne sie keine Freiheit. Sein Leben in die eigenen Hände nehmen, seine eigene Haut riskieren und haften für sein Tun und sein Unterlassen und im Alltag die goldene Regel befolgen, was du nicht willst, was man dir tu, fügen keinem anderen zu. Unser Preis ist gestiftet von einem unbeirrbaren Verfechter der Freiheit, die notfalls auch mit der Armee zu verteidigen ist. Jetzt erlebt Jean-Pierre Bonny im zarten Alter von 91 Jahren, dass ihm von unerwarteter Seite Recht gegeben wird. Stellvertretend erwähne ich den sozialdemokratischen deutschen Bundeskanzler, der am Tag des russischen Einmarsches von einer Zeitenwende sprach und damit dem Empfinden von vielen von uns einen Namen gab. Diese Zeitenwende nimmt auch unsere Stiftung zum Anlass, ihren Kompass neu zu kalibrieren. In den letzten 10 Jahren galt es, die Bedeutung der Freiheit in einer Stimmung von materieller Sorglosigkeit und staatlicher Maßlosigkeit zu betonen. Und so haben wir Menschen ausgezeichnet, die sich im Verlauf ihres Lebens beharrlich für ihre Freiheit eingesetzt haben. Heute schlagen wir unter veränderten Vorzeichen ein neues Kapitel auf. Herausfordernde Zeiten brauchen tatkräftige Menschen, die sich Großes vornehmen. Unser Preis soll breiter werden und nicht nur die Vergangenheit würdigen, sondern auch das Versprechen honorieren. Er soll ebenso Starthilfe und Anerkennung für junge Menschen sein. Wir brauchen kreative und initiative Köpfe, die die Zukunft mit ihren eigenen Ideen gestalten wollen, statt sich vom Wohlfühlstaat durchs Leben schaukeln zu lassen. Selbst in der freiheitsliebenden Schweiz bewegen wir uns zunehmend in ordnungspolitisch seichten Gewässern. Bürokratie und Regulierungswildwuchs, Verschlammung von Institutionen und die Entkoppelung von Risiko, Kontrolle und Verantwortung als Stichworte. Die Ursachen für diese Politikverflechtungsfalle sind auch das Resultat mangelnden Wettbewerbs der Ideen. Unsere Stiftung vergibt deshalb nicht nur Auszeichnungen, sie fördert auch aktiv die Debatte um Reformen. So haben wir anfangs dieses Jahres mit namhaften Autoren und Sparringpartnern aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, viele sind hier, liberale Reformideen für die Schweiz 2030 erarbeitet. Und daran anschließend LARA lanciert, das ist keine zotige Anspielung, sondern Abkürzung für liberale Aktion für Reform und Ambition. Eine Plattform für Young Activists, welche die Reformideen und anderes in die Social-Media-Kanäle einspeisen, mit dem Ziel, die Vorzüge unser Schweizer Erfolgsmodell bei den Jungen zu verankern. Es handelt sich um eine Debatte, die wir uns lieber früher als später stellen sollten, denn die Vollkasko-Mentalität des letzten Jahrhunderts stößt zwangsläufig an Grenzen. Ich zitiere: Gegenüber steht eine immer kleinere Gruppe von Menschen, welche dazu gezwungen wird, die Utopie mit ihrem Geld, ihrer Arbeit und ihrer Lebenszeit aufrechtzuerhalten. Der Kreis bricht erst dann auf, wenn die Realität des ökonomischen Grundprinzips der Knappheit gewaltig in das Utopia der erpressten Allversorgung hineinbricht. Diesen wunderschönen Satz verdanken wir unserer heutigen Gastreferentin, der Berner Schriftstellerin und Kolumnistin Monika Hausammann, oder Husamme, wie wir sagen.
Sie gehört zu den raren Stimmen in einem Kulturbetrieb, der sich in seiner großen Mehrheit an den Staat schmiegt und die Debatte über Freiheit meidet oder als Steckenpferd von Egoisten diffamiert. Auch unsere heutigen Preisträger kommt das Verdienst zu, auf dem geistigen Brachland neue Äcker anzulegen. Noch sind sie Rufer in der Wüste. Umso mehr verdient das unerschrockene Engagement, die beeindruckende Schaffenskraft der drei jungen Männer aus der Romandie, unsere Aufmerksamkeit und Anerkennung. Jeremy Bongiovanni, Jahrgang 97, Sohn eines sizilianischen Bäckers und einer Arzthelferin, Student an der Hochschule St. Gallen. Er schließt gerade seinen Master ab und arbeitet bei Staatsrechtsprofessor Rainer Schweizer am St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung. Schwerpunkt, Sie ahnen es, Artikel 10, Recht auf persönliche Freiheit. Daneben hat er das Projekt Zwilingua zur Förderung des Sprachaustausches gegründet. Nicola Jutzet, Jahrgang 95, kaufmännischer Angestellter, Absolvent der Passerelle und heute ebenfalls Masterstudent an der HSG. Zugleich arbeitet er als Referent für die Westschweiz und Projektbeauftragter am Liberalen Institut. Und im vergangenen Herbst veröffentlichte er sein erstes Buch, das sich mit den Folgen der Corona-Krise befasst. Und Diego Taboada, Jahrgang 96, aus Genf, hat seinen Master an der London School of Economics bereits abgeschlossen und ist Mitarbeiter von Avenir Suisse. Im Januar erschien seine erste Studie für den Think Tank. Darin bricht er eine Lanze für private Präventionsmaßnahmen in der Ernährung. Diese drei Enthusiasten publizieren seit 2019 den Blog Liberté. Der Name schreibt sich im ersten Teil wie Freiheit und im zweiten Teil wie das Getränk. Tatsächlich erscheint beim Aufruf der Webseite zunächst eine Tasse Tee. Kein Zufall, es sind drei Tee-Afficionados, bevor sich eine große Auswahl von Interviews, Texten, Podcasts, Buchempfehlungen zum Thema Freiheit ausbreitet. Sie können es mit Ihren Handys versuchen. Stellvertretend für die erfrischende Herangehensweise der Autoren sei die Serie Le Retour des Philosophes genannt, die in Texten von gut verdaulicher Länge liberale Größen von Adam Smith über Ayn Rand bis zu Karl Popper bei einem imaginären Besuch in der Gegenwart begleitet. Was treibt diese drei klugen Köpfe an? Wir versuchen mit unserem Blog die schlummernden Liberalen zu wecken, sagte Jeremy Bongiovanni gegenüber Le Temps. Wir wollen der Freiheit eine Stimme geben, schreiben sie zu ihrem Online-Medium. Ihre Idee von Freiheit ist ganzheitlich, weil für sie keine wirtschaftliche Freiheit ohne gesellschaftliche Freiheit gibt und vice versa. Sie stellen sich gegen staatliche Übergriffigkeit, ebenso wie gegen Big Data und die Cancel Culture. Sie wollen die ganze frankophone Welt ansprechen und haben nicht weniger im Sinn, als eine liberale Popkultur zu entwickeln. Und sie tun es. Der Outreach nach Burkina Faso, Sie ahnen es, ein französischsprachiges Teeland, fiel zwar Corona zum Opfer, aber in Belgien, wie übrigens auch in der Romandie, haben sie Essay-Wettbewerbe durchgeführt mit über 50 teilnehmenden belgischen Studierenden. All das tun sie in ihrer Freizeit, zahlen nur ihren Mitarbeiterinnen, nicht aber sich selbst einen Lohn, besprechen sich frühmorgens oder spätabends und zweimal jährlich bei einer zweitägigen Retraite. Die Libertés probieren, sie pivotieren und richten sich am Markt aus. Am Anfang waren es Audio-Podcasts, neu sollen es YouTube-Videos sein, und zwar fast wöchentlich. Und en passant publizieren sie am 6. September ihr erstes Buch, Passport pour la Liberté. Sehr verehrte Damen und Herren, genau das zeichnen wir heute aus. Die Zivilcourage dreier Menschen mit einem Feu sacré. Social Entrepreneurship at its best aus sozial diversen Schichten mit einem gemeinsamen Ziel. Zivilgesellschaftliches Milizengagement für den Wettbewerb der Ideen und den Mut, es einfach zu probieren und wenn es schief geht, aufzustehen und weiterzufahren. Das, liebe Preisträger, umschreibt auch exakt den Kerngedanken der Boni-Stiftung für die Freiheit. Jenseits der Berichterstattung über die tagesaktuellen Ereignisse fällt es in den Mainstream-Medien fast vollständig an einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den wirklich wichtigen Fragen der Zeit.
Ideologien sind suspekt und den Parteien haftet den Stallgeruch des Doktrinären an. Wir wählen flexibel und nach persönlicher Sympathie und tun so, als wäre dies nicht geistige Orientierungslosigkeit, sondern großzügige Offenheit nach allen Seiten. Wenn es ein offensichtliches Zeichen für diesen Mangel an Fortschrittswillen und an Konfliktfähigkeiten gibt, dann den Umstand, dass in fast allen großen westlichen Demokratien sich zwei gleich starke Blöcke gegenseitig blockieren. Meist allerdings nicht im Wettbewerb der großen Ideen, sondern im kleinkarierten Verteilungskampf um Ressourcen. Lassen Sie uns also wieder darüber reden, wie die Freiheit zum Wohle aller Boden gewinnen kann. Lassen Sie uns mehr darüber reden, wie jeder sich selber helfen kann, als wem der Staat helfen muss. Und lassen Sie uns darüber reden, wer in unserer Gesellschaft wofür verantwortlich ist und in welchem Zusammenhang Gewinn und Verlust stehen. Das sind Gedanken und Fragen, denen wir unsere Freiheit und unser Wohlstand verdanken. Jeremy Bongiovanni, 25, Nicola Jutzet, 27, Diego Taboada, 26, haben aus eigenem Antrieb damit begonnen, diese Fragen mutig zu beantworten. Dafür beglückwünschen wir Sie, darin unterstützen wir Sie und deshalb zeichnen wir Sie mit dem Boni-Preis 2022 aus.